Hallo YouTube und herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play. Heute spielen wir gemeinsam die 4 Dark Dreams Don't Die Season 1. Endlich wurde das Spiel ja auch für den PC released, nachdem es ja letztes Jahr bereits auf dem Markt erschien, zwar exklusiv für die Xbox, und das war ein Paradebeispiel dessen, wie man es nicht macht. Beim Xbox Release hat die Marketing- und Werbeabteilung mal komplett gepennt. Die hatten ein Datum angegeben, das Spiel wurde viel früher released, das hat kein Schwein gewusst, die Werbung und Marketingabteilung hat sich auch überhaupt nicht darum bemüht, dass das irgendjemand erfährt. Sogar die engsten Vertrauten des Chefentwicklers wussten nicht, dass es released wurde. Und ich hoffe, das machen sie jetzt bei der PC-Version etwas besser, weil so was man gelesen hat, glaube ich, ist die Story von dem Spiel echt nice. Vorweg zur Handlung, es geht wohl irgendwie darum, dass der Hauptkerl, dessen Frau ist wohl vor ein, zwei Jahren getötet worden, er hat einen Kopfschuss abgekriegt und seit damals Erinnerungslücken, ist aber selber ein Bulle oder ein Detective oder irgendwas dergleichen und versucht halt diesen Cold Case zu lösen. Genau, ich habe vorhin mal ganz kurz in das Spiel reingeschaut, nur um zu wissen, wie die Steuerung ist, weil ich will es mit der Maus spielen. Man könnte es auch mit dem Controller spielen, aber ich will es echt mit der Maus spielen, weil ich glaube, das macht mir persönlich mehr Spaß. Und ich glaube, es macht auch mehr Spaß zuzugucken. Und so vom ersten Feeling her war es eigentlich ganz angenehm. Von den Einstellungen her, da geht nicht viel. Das Ding passt sich an deine Monitorauflösung an. Man kann V-Sync einschalten oder ausschalten, wie man lustig ist, aber das war es eigentlich auch schon. Genau. Und ich würde sagen, wir fangen jetzt sofort mit einem neuen Spiel an. Ich habe genug erzählt und schau mal, wie es läuft. David. This is a story of a man with a very strange fate. Hey, look. It's like I've grown wings. So, da sind wir auch schon im Prolog. Wir sind scheinbar dieses kleine junge Mädchen. Irgendwo am Ufer steht dieser creepy alte Mann. Ich denke, ihr Vater, Onkel, alles andere wäre jetzt böses Denken. Und wir sind scheinbar auf einem gefrorenen See. Hier baumelt ein Schild. Und ich soll die Hinweise untersuchen. Dann schauen wir uns doch mal das Schild an. Oh, ein Warnschild mit Warning Thin Ice. Wer zum Teufel stellt solche Warnschilder mitten auf dem See auf? Das gehört ans Ufer, aber nicht auf dem See, aber okay. So, das habe ich mal untersucht. Ja, danke, passt. Gut, habe ich untersucht. Schauen wir mal, hier kann ich auch noch was untersuchen. Credits, okay, cool. Wie gesagt, die Steuerung ist ziemlich cool. Greife nach den Credits-Medaillen, alles klar. Das war die erste. Drücke das Schild. Pow. Greife nach allen Credits-Medaillen. Und noch eine. Und noch eine.
Dreh dich um und beobachte den Mann auf dem Seeufer. Ich habe Angst, ich will ihn nicht beobachten. Da hinten ist er. Okay. Ich hatte recht, es ist Daddy. Extrem verantwortungslos, lässt mich hier allein auf das dünne Eis. Und ich soll jetzt der Creepy Eule mich der Creepy Eule nähern. Das tun wir doch mal. Ist auf jeden Fall ein schöner Intro. Ganz am Anfang diese Melodie mit dem extremen Kontrast zu dem Schuss. Saugeil gemacht und auch der Grafikstil an für sich ist extrem geil, finde ich. Also für meinen Geschmack. Ich finde dieses Abstrakte mit dem Comic-Style daneben, ich finde das extrem interessant. Und ich soll mal die Eule drücken. Das fand die eher uncool, glaube ich. Also ich als Eule würde es uncool finden. Auch wenn sie gruselig ausschaut. Ich glaube, es ist Hedwig. Wie gesagt, das Spiel war ja ursprünglich für die Xbox. Da zum PC-Release haben sie auch jegliche Kinect- und Voice-Steuerung rausgeschmissen und durch die Maus ersetzt. Finde ich ziemlich cool. Wer hätte es gedacht, das Eis bricht? Waren ja nicht genügend Warnhinweise da. Vielleicht an der falschen Stelle, aber es waren welche da. Spätestens, wenn man auf der Mitte des Sees war, hätte man wissen können, okay, hier sollte ich nicht sein. Und dieser gefrorene tote Hirsch. Creepy, creepy. Dark dreams don't die. So ist es. Und ich glaube, wir haben jetzt auch gleich unsere erste Videosequenz. Okay, hier passieren echt komische Sachen, muss ich sagen. Das Spiel fängt sehr, sehr strange an. Wer kennt das nicht? Total abgestürzt in der Badewanne aufwachen. Ich glaube, ich soll dem den Kaugummi wegwischen. Erdbeergeschmack. Nom 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 nom. Und einen. I didn't see you again this time either. Also ich denke mal, das ist der Protagonist des Spiels. Little Peggy. Und ich glaube, wir haben hier eine Narbe, ja. Das dürfte die besagte Kopfschussnarbe sein. My name is David Young. Former narc with the Boston PD. And now a detective who searches the past. My likes include 100% de agave tequila. My dislikes are mainly drugs and chewing gum. Two years ago, someone killed my wife. Since then, I've been using every second of my life to solve a case. Using a certain, very special power. Die Gabe des Tequilas, denke ich, meint er. So, da unten das lustige Rädchen war gerade der Safe Screen. Ui, Lucha, sehr süß, greifen. Nom 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 nom. Was können wir mit dem Waschbecken machen? Es ist kaputt. Okay. It's been broken since that day.
Seitdem meine Frau gestorben ist, ist das Waschbecken kaputt. Das hättest du mal richtig. My head is full of memories of my wife. And the bullet that robs me of them. What happened in this place? Ja, da haben wir, da haben wir echt eine böse Narbe. Also das Klo schaut echt ekelhaft aus. Das benutze ich nicht. Nein. Zu. Das bleibt auch zu. Das wird nicht benutzt. Geh weg von dem Klo. A gift is an expression of emotion. The person who sends it wants the feelings to be understood. Sometimes, however, those feelings remain in a slightly different form. I call these forgotten treasures mementos. Okay. Sie war nicht die. Also ich denke, wir suchen irgend so einen die. Mittlerweile weiß ich sogar, wo der Name herkommt. Die vor. Ich habe tatsächlich recherchiert, obwohl es so offensichtlich ist. 4 Ds. Also, Dark Dreams Don't Die. Hm. Ich denke, wir können hier raus. Aber ich würde sagen, wir schauen uns noch ein bisschen um. Permanenter Blutfleck. Meine Frau starb hier. Okay. Darum schaut es so abgefuckt aus. Everyone has their own place to work. A small desk in an office, a molten hot factory, a quiet library. The register in the supermarket, or in the middle of an intersection, in bed, on a golf course, a kitchen. For some, it's the whole town. Nein, nicht erschießen. Böse Peggy. From the day she died, this has been my place to work. Okay, unser Leben ist wirklich abgefuckt. Also ernsthaft. Wir sind hier auf übelsten Hallos. Und hier schaut es total ekelhaft aus. Und ja, ich würde sagen, wir gehen jetzt mal hier aus dem Badezimmer raus und hoffen, dass der Rest der Wohnung ein bisschen ordentlicher ist. Weil das ist echt ekelhaft. This case is in the clear. So, geh in die Küche und untersuche eine Akte. Jegliche Bewegung kostet uns Energie. Hm, rostige Regenschirme. Hier habe ich jetzt eine Vision. Was heißt Vision? Zeigt den nächsten Hinweis. Aha. Okay, Bronze Credit. Wo ist die Akte? Wir haben einen Brief. Ich lese euch das jetzt nicht vor, ich scrolle langsam runter, damit ihr es euch selber durchlesen könnt. Okay, das scrollt ein bisschen mehr als ich dachte. Okay, wir haben
quasi jetzt eine Nebenmission. Wir müssen Briefe von Peggy finden. Hier haben wir überall Visionen. Und überall gibt es Medaillen scheinbar. Geleebohnen. Okay. Und wir haben ein Waschbecken. Und können was trinken. Also die Steuerung ist zwar etwas gewöhnungsbedürftig, aber tatsächlich echt cool. Also kann ich nur empfehlen. Probier das mal mit Maus aus. So. Trinken bringt mir scheinbar war irgendwie wieder Energie oder so. Da ist ein Kühlschrank. Ich würde sagen, da schauen wir mal rein. Vielleicht kriegen wir was zu beißen. Lecker alte Pizza von gestern. So ein richtig klassischer Junggesellen-Kühlschrank. Und... Ale! Lecker. Perfekt. Gibt es auch ein Bierchen? Gut, kein Bierchen. Gehen wir mal weiter. So, da haben wir Verbände. Perfekt. Wir haben nämlich eine Health-Anzeige. Da oben irgendwo. Ich glaube, das ist meine Bewegungsenergie. Und... Ja, scheinbar müssen wir uns ab und an auch mal verarzten. Da haben wir, glaube ich, jetzt die Akte. Haben wir da die Akte? Perfekt. I have no memories of that day. When I came to, I was already lying in the ICU. The only thing I do remember are the words that little Peggy whispered as she died. Look for D. Who is D? Those words keep spinning in my head. At the time, with no compelling evidence, the case hit a dead end. I quit the BPD. However, under the right circumstances, I now have the capability to solve even a dead end case. I'll do everything in my power to find this D. I swear I will. And when I do, oh, Peggy. Amanda? Wer ist Amanda? Also scheinbar, wie ich gesagt habe, suchen wir die. Und... haben irgendeine Frau Dominique heute schon mal streichen können. Oh, hold it! Igitt. Gotcha. You can't escape now. This is Amanda. She just suddenly started living here one day. She sometimes goes out and gets food for us. And that's something of a lifeline for me, as I don't really go outside. Just who she is, though, well, my memory holds no answers. Okay, das war creepy.
Ich meine, die Braut ist ja ganz scharf. Everything ship shake? Okay, wir können hier interagieren. Alles okay. Ganz normaler Tag. As you can see, Teddy. Someone definitely got the jump on you. Forrest Kaysen, a detective with the Boston Police Department, and my former partner. He still helps me out nowadays in my search for Dee. He's both a client and a source of information. He gets whatever I need. Okay, gute alte Freunde. Are always trouble. Doesn't matter how old they get, trouble. I'm fighting with Diana again? Like you wouldn't believe. Women, men don't stand a chance. Hey, die Pizza wollte ich noch essen. Don't come and see me. Actually means get right over here. But then, leave me alone just means, well, leave me alone. How am I meant to make sense of that? Tell me, David, please. You know you love it. You've got the stomach for it. My stomach is stressed out quite enough. Thanks. I was a fool to ask you. And Diana is so stubborn. Once feared as the mighty grizzly, detective among detectives. Now he's more like a big teddy bear. What's the point of the place? Teddy, what's this? So, tell me, David, have you heard the news about that airplane accident, huh? Okay, das dürfte unsere erste Mission, schätze ich mal, werden. Access Gate Airways Flight 117, struck by unexplained lightning. No one's talking about anything else right now. We might be looking at the real deal. I've got the good stuff for you this time. Okay, wir kriegen den geilen Stoff diesmal. Also die Katzentante gerade, die war echt strange. Wieso zum Teufel hatte die eine Maus im Mund? Und wieso hat sie die Maus in unserem Mund gespuckt? Ekelhaft. Er ist, glaube ich, so unser Kerl für alles, unser Hausmeister. Und ja, die Katzenlady, die ist echt strange. Ich glaube, die verknuspert er ab und an mal. Little Peggy war ja das Mädel, was vorhin auf dem dünnen Eis war. Und wir haben scheinbar echt üble Haarlos. Passenger simply vanishing from an aircraft mid-flight. Does that sound possible to you? Antonio Zapatero, otherwise known as Rabbit. He's a courier who only carries real blood. This one promised to provide evidence after being brought to Boston. Evidence that may well have led to the ID of the source of real blood. But then the lightning struck, and in the confusion, he vanished. He escaped somehow? No. When I say vanished, that's pretty much what I mean. Like something out of a magic act. So, clue me in. What makes this one the real deal? The name of the boss he was going to give up? Apparently starts with the letter D. This courier might have had evidence revealing the identity of D. So, interested yet? Let me ask you again. A passenger simply vanishing from an aircraft mid-flight. Does that sound possible to you? Fallschirm. Almost anything is possible. That's why you brought this to me in the first place, isn't it? Glad we're on the same page. The courier had the evidence with him,
tell you, there's got to be a third party involved somewhere. Okay, das ist echt ganz schwierig. Ich habe keine Ahnung, wann ich die Klappe halten darf. From the evidence I was able to bring, this particular item is the most interesting. The owner of that badge was involved in this incident. Well? No doubt about it. This is a memento. Great. It's okay. Yours then. Let's hope it's the last one you'll ever need. Abgefahren. Wirklich abgefahren. Okay, wir können jetzt hier scheinbar ins Flugzeug greifen. Hier haben wir den Stiletto. Der hat scheinbar wirklich Visionen. Echt abgefallen. Also ich glaube, das Spiel ist wirklich geil. Aber das reicht jetzt auch erstmal für den ersten Part. Ich hoffe, ich habe euch neugierig gemacht. Bald werden weitere Parts folgen. Und ich hoffe, ihr seid dann wieder mit dabei. Für heute, wie gesagt, reicht es erstmal. Vielen Dank fürs Zugucken. Lasst doch einen Kommentar da oder einen Daumen nach oben oder abonniert meinen Kanal. Würde mich sehr freuen. Bis zum nächsten Mal. Ciao!